Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Minecraft Singleplayer. In diesem Part ist ein bisschen was anders und zwar habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen, habe ich ein neues Texture Pack. Das ist das sogenannte Faithful Texture Pack und hier ist schon unser Baum gewachsen. Das ist ein 32x32 Texture Pack, das sehr an dem originalen Look von Minecraft orientiert ist, wie man hier sieht. Also die ganzen Icons hier, die sehen eigentlich noch fast genauso aus wie im Original, nur halt ein bisschen weniger pixelig. Und hier die Umgebung ist auch noch ziemlich ähnlich, nur das Ganze sieht ein bisschen glatter aus, wie man hier auch an der Schrift erkennen kann. Und ja, das probiere ich jetzt mal aus. Das ist die eine Neuerung und die andere Neuerung ist, dass die Musik, die ihr gerade im Hintergrund hört, jetzt auch schon beim Aufnehmen läuft. Das heißt, ich höre jetzt im Moment dieselbe Musik, die ihr hört, beziehungsweise jetzt ist gerade gar keine Musik, aber jetzt ist sie wieder da. Ja, vorher hatte ich die immer nachträglich dann reingeschnitten, aber jetzt fange ich mal in diesem Part damit an, das auszuprobieren, wie das so ist, wenn die direkt schon mitläuft. So, dann kann ich nämlich auch irgendwie auf die Musik reagieren und irgendwas dazu sagen oder so. Ja, wie das halt gerade so passt. Und vor allem spare ich mir dadurch viel Arbeit, das alles noch nachträglich reinzuschneiden, weil das dann einfach in der Aufnahme mit drin ist. So, ich werde hier jetzt gerade mal ein bisschen Gravel abbauen, um hier die Straße mal zuzumachen. Und mir fällt gerade noch ein, wir hatten ja noch unser Eisen im Ofen, das gehen wir auch gleich noch holen. Aber zuerst machen wir hier die Löcher mal zu, dass hier das Dorf mal ein bisschen schöner wird. Ich mache hier auch später noch so Treppen hin, dass man hier nicht immer so rumspringen muss, sondern das Ganze ein bisschen praktikabler wird und die Dorfbewohner nicht immer hier in diese Löcher reinfallen. Ach, genau so. Jetzt geht mal bitte raus da, sonst kann ich keine Blöcke setzen. Dankeschön. Und du auch, komm. Raus da. Ich will dich nicht schlagen. Geh weg. Na los. Muss ich dich doch schlagen. Aha, so. Oh toll, jetzt ist mein Gravel leer. Das gibt's doch nicht. Und jetzt werde ich hier schon blöd angeguckt. Dann bauen wir hier die eine Reihe einfach noch ab. Ah, oh, Mist. Super, das geht genauso wenig auf. Dann müssen wir das wohl doch noch verschieben, bis wir mal ein bisschen mehr Gravel gefunden haben. Da hinten können wir noch was abbauen. Können wir eigentlich hier komplett das mal wegnehmen und das Ganze eins tiefer setzen. So. So ungefähr können wir das machen. Dann haben wir hier ganz gerade Straßen. Das ist zwar vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber das Ganze soll ja eine Burg werden. Und in der Burg werden ja normalerweise auch eher gerade Straßen gemacht und so. Da ist ja alles geordnet. Geh mal weg da jetzt. Das gibt's ja nicht. Raus! Ah, oh, meine Güte, ey. Die lassen sich auch nichts sagen. So, verbinden wir das gerade hier noch mit dem Rest der Straße da hinten. Und jetzt wird schon wieder dunkel. Das gibt's doch nicht. Die Tage in Minecraft werden echt immer kürzer. Ja. Genau. Verbinden wir das hier gerade noch. Und das reicht gerade so. Perfekt. Hier, das können wir auch noch ein bisschen gerader machen. Und jetzt kommt, glaube ich, auch das nächste Lied. Hat jetzt auch noch den Vorteil, dass wenn mal irgendwann ein blödes Lied kommt, das mir überhaupt nicht gefällt, kann ich das auch direkt weiterdrücken. Und ja, muss dann zwar kurz aus dem Spiel raus, aber das macht ja nichts. Das da hört sich schon ganz gut an. Das hört sich irgendwie an wie, also ein bisschen rockiger. Das gefällt mir schon mal gut. Also ich muss echt sagen, diese Beats hier, die von die Musik ist ja übrigens von KST Beats, wie es auch in der Videobeschreibung steht, falls es jemand noch nicht gelesen hat, die sind echt gut, die Songs. Also
Für so kostenlose und copyright-freie Musik ist das echt nicht schlecht. Gefallen mir ganz gut. Vor allem sind die auch ohne Lyrics, zumindest größtenteils, also da singt keiner was. Und das ist natürlich auch sehr vorteilhaft für ein Let's Play. Weil wenn hier dann noch zwei Leute ihre Stimme benutzen würden, dann wäre das ein bisschen, bisschen eklig zum Zuhören. Bisschen kompliziert für den Zuhörer. Oh, was laber ich eigentlich für eine Scheiße schon wieder? Jetzt machen wir hier den Weg mal fertig. Wo geht's da hinten überhaupt hin? Da sind wir doch bei meinem Haus schon. Da. Wow, was ist das eigentlich für ein großer Baum hier im Garten? Der ist ja schon mal schick geworden. So, und wenn wir das hier fertig haben, dann können wir auch gleich noch hier oben in diesen. Wieso ist da eigentlich. War da mal eine Tür? Na egal, was wollte ich sagen? Achso, wir wollten ja im letzten Part schon diesen Turm mit dem Haus verbinden. Also hier den Turm mit dem Haus da. Das können wir jetzt eigentlich auch noch machen. Ich mach mal kurz eine Aufnahmepause. So, bin wieder da, meine Freunde. Und ich habe mir gerade mal was zu trinken besorgt. Nehm mal gerade einen Schluck. Moment. Und dann kann es auch direkt schon weitergehen. So. Einwandfrei. So. Und weiter geht's mit Minecraft. Wo waren wir denn? Wo bin ich denn geblieben? Ah, ich wollte in den Turm da rein, aber zuerst gehen wir dann jetzt mal schlafen, würde ich sagen. So. Gut. Nächster Tag. Neuer Tag, neues Glück. Oder wie sagt man? Dann schnappen wir uns mal hier die Steine und machen gerade mal noch ein paar Treppenstufen. Um dann hier den Turm mit diesem Haus da zu verbinden. Das fände ich nämlich eigentlich ganz cool. Gehen wir hier mal hoch. Aufs Dach und dann rüber da. Das andere Haus, wo der Dorfbewohner hier auch schon rumsteht. Und hier wollte ich eine Treppe hinmachen. Müssen wir mal hier die Glasscheibe auch raushauen. Und dann schauen wir mal gerade, wie das hier zu dem anderen Haus passt. Also die Ebene wäre hier. Und schauen wir mal, dass man hier auch ebenerdig reingehen kann. Und das Ganze mal erstmal so. Zack, zack, zack. Hier mal einen schönen Durchgang. Wie bauen wir das Ganze? So würde ich sagen. Jawohl. So soll das Ganze aussehen. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wie wir das am besten hier machen. Hauen wir hier das auch mal gerade raus und machen da die drei anderen Stufen hin. Und hier außen machen wir dann zu. Einen Stein noch dazu. Und dann machen wir die Bude hier dicht. Na? Da wollte ich einen hin, genau. So, dann bauen wir das hier auch noch zu. Hier machen wir dann gleich ein bisschen Holz hin, damit hier sich die Baustile auch, damit die auch zusammenpassen. Und denn da habe ich gerade zu viel gesetzt. Perfekt, da können wir jetzt einfach so drüber. Zack, und da fehlt uns noch ein bisschen Cobblestone. Aber das gehen wir gleich mal noch kloppen. Hängen wir hier schon mal ein paar Fackeln auf, dass wir auch ein bisschen Licht haben, und hier kommt dann Holz hin. So. Holz. Wie ist das hier gemacht? So. So, und hier machen wir dann Glasscheiben hin, sobald wir welche haben. Ups. Also ein bisschen Glas brauchen wir noch, ein bisschen Cobblestone. Und hier die Hütte können wir eigentlich auch dann gerade mal noch hier anschließen. Okay, sieht jetzt ein bisschen größer aus. Hey, der hat sogar die Tür wieder zugemacht. Cool. Ich klaue mir einfach mal hier ein bisschen Cobblestone. Dann machen wir da einfach ein bisschen Holz hin. Fällt ja keinem auf. Und das hier, okay, das ist der Boden. Das ist nicht so gut. So, das können wir noch mitnehmen.
Dann machen wir hier den Boden wieder zu. Und hier kommt dann Holz hin. Zack, 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 zack. Machen wir da einfach noch so eine Glasscheibe hin wieder oben. Jetzt ist auch noch die Schaufel kaputt gegangen. Die Spitzhacke natürlich. Mist, das da geht ja gar nicht. Ach komm, wir machen das einfach mal mit Holz zu. So. Und hier Sand drauf und Stein. Fertig. Der Durchgang ist jetzt ein bisschen blöd. Da könnte man eigentlich... Ich stelle hier gerade mal noch eine Workbench hin. Dann sieht das Ganze auch noch ein bisschen echter aus. Und dann können wir uns auch gerade noch eine Tür hierfür machen. Zack. Und fertig ist der Durchgang zum Turm. Dann hat hier der erste Stock auch eine Daseinsberechtigung, nämlich als Durchgang hier rüber. Ah, hier oben fehlt noch Stein. Und hier fehlt noch das Glas. Das müssen wir uns aber erstmal brennen. So, apropos brennen, hier würde doch gut ein Ofen hinpassen. Dafür brauche ich aber wieder eine Workbench. Ach komm, wir verteilen einfach mal ein paar Workbenches in den Häusern, das kann ja nie was schaden. Zack, und dann... Ich glaube, das reicht nicht mehr für einen Ofen. Na, gerade so nicht. Das war ja mal wieder klar. So, dann schauen wir mal. Unsere Spitzhacke ist ja auch kaputt. Müssen wir uns zuerst mal noch eine Spitzhacke machen, aber unser Eisen ist ja jetzt fertig. Dann können wir uns mal die erste ordentliche Spitzhacke leisten, nämlich aus Eisen. Ups, so. Eisenspitzhacke und dann machen wir auch gerade mal noch ein Schwert. Das kann natürlich auch nie schaden. Ordnen wir das Ganze hier mal ein bisschen ein. Ja, gut. Was wollte ich jetzt noch machen? Ich wollte noch irgendwas machen. Achso, ich wollte noch eine. Hier so eine Axt machen. Gut, das sollte erstmal reichen. Und dann wollten wir uns jetzt noch Cobblestone besorgen. Irgendwo. Ja, das hier sieht noch ein bisschen scheiße aus. Ich weiß, das werde ich noch verändern. Und das hier funktioniert nicht. Deshalb machen wir mal gerade. Ach, eine Schaufel habe ich auch noch nicht. Machen wir gerade noch eine Schaufel. Machen wir gerade noch ein bisschen Bretter und daraus dann Sticks und aus den Sticks dann eine Schaufel. Zack. So. Sand brauchen wir auch nicht in der Hand zu haben die ganze Zeit. Und dann können wir mit der Schaufel den Sand wegmachen, damit unser Baum da gleich hinpasst. Machen wir das Ganze hier nochmal ein bisschen. Ungefähr so. Der eine Sandstone sieht scheiße aus. Zack. Okay. Dann können wir das hier auch gerade mal noch darüber erweitern. Zack. Zack, zack, zack. Und dann können wir den Setzling hier hinsetzen. Dann müsste er auch wachsen. Und dann gerade den Sand nochmal hier hin. Und dann war's das, ja. Gut. Was hatte ich denn hier unten drin? Weiß ich nicht mehr. Machen wir mal den Sand dahin. Gut, was wollte ich machen? Ich fange irgendwie immer mit was ganz anderem an, wenn ich eigentlich irgendwas machen will. Ich würde sagen, wir machen uns hier mal eine kleine Grube für Cobblestone. Da wir ja später sowieso noch einiges an Cobblestone benötigen werden für die Mauer. Grabe ich mich jetzt hier einfach mal ein bisschen in die Erde. Ich weiß, es ist ein bisschen blöd, wenn da Sand ist, weil der immer nachfällt. Aber wir sollten ja schon bald Stein erreichen. Und hier ist auch schon die erste Schicht Stein. Und dann kommt auch schon Sandstein dazu. Können wir hier ein bisschen abfarmen.
So, zack. Haben wir hier mal einen kleinen Steinbruch. So. Oh, und ich sehe gerade, wir haben schon wieder über 15 Minuten ungefähr. Deshalb würde ich sagen, beende ich den Part auch bald. Das ist ja jetzt sowieso nur ein bisschen langweiliges Steinkloppen. Gehen wir mal wieder hoch, machen hier das Dings gerade noch fertig. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Part. Und dann geht's beim nächsten Mal genau hier weiter. Hier können wir eigentlich gerade mal noch zubauen. Das sieht irgendwie sonst ein bisschen komisch aus. Was wollte ich denn mit dem Stein überhaupt machen? Achso, ich wollte einen Ofen machen, genau. Und in dem Ofen wollte ich dann Glas machen. Ich stelle mal den Ofen mal hier in die Mitte. Und dann hier ein bisschen Sand rein für Glas. Damit wir hier... Ah, das reicht. Damit wir hier die Glasscheiben machen können für den Durchgang oben. Okay. Machen wir die Tür wieder zu. Und verziehen uns in unser Heim. Wo der Part immer beginnt und endet. Und so ist es auch dieses Mal, denn jetzt ist es vorbei. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir eure Kommentare da, wie ihr das fandet mit der Musik, dass die ganze Zeit jetzt schon während der Aufnahme läuft. Okay, eigentlich macht das für euch gar keinen Unterschied, aber naja, egal. Schreibt es mir trotzdem. Sagt mir, was ihr von dem Texture Pack hier haltet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.